Hast du einen Freund? Was? Wie steht es um dein Liebesleben? Ich erfahre ja gar nichts. Ach, Liebesleben? Wie kommst du denn auf sowas? Naja, so oft, wie du bis spät in die Nacht weg bist. Naja, also, um die Wahrheit zu sagen, ja, ich bin hin und wieder verabredet. Ist es jemand, den ich kenne? Jemand aus dem Viertel? Nein, ich komme viel herum. Aber nicht so, wie du denkst. Ich will nur kein geografischer Snob sein, verstehst du? Ich denke schon. Ich versuch's in allen 5 Bezirken. Also, das klingt aber nicht gut. Können deine Freunde dich nicht verkuppeln? Nein. Nicht mal die kleine Blonde mit der hohen, nervigen Stimme? Sie heißt Imogen. Nein, all ihre Freunde sind nicht jüdisch. Oh. Dann erzähl mal von deinen jüdischen Männern, zum Beispiel von deinem Pelzmantelgönner. Pelzmantel? Den du in der Synagoge anhattest. Ist der Mann Pelzhändler? Nein, ein Trapper. Aber das war eine kurzlebige Sache. Zu viel Holzfäller-Charme für meinen Geschmack. Du hattest was mit einem Trapper. Und einem Taxifahrer. Nicht dein Und Platz. Einem Schausteller. Den habe ich witzigerweise getroffen, weil die Verabredung mit dem Taxifahrer furchtbar war. Ich bin ausgestiegen, das war in Coney Island, ja, und da war der Jahrmarkt. Meine Güte. Und da habe ich ihn getroffen und er hat mich seiner Schwester vorgestellt, Kuku, der Vogelfrau. Aber ich dachte, wohin soll das führen? Kuku war nett, aber ich will ja nicht im Zirkuszelt wohnen. Ist das ein Witz? Das ist die Wahrheit. Und du bist mit diesen Männern intim geworden? Oh nein, so weit ist es nicht gekommen. Aber Miriam, wann war... Entschuldige, meine Haare trocknen sonst nie und ich muss Esther vom Kindermädchen abholen. Volldampf, Goldie. Aber gut, dass wir reden konnten. Das hat mich schon bedrückt. Na gut, aber ich werde mal die Augen für dich offen halten, in Ordnung? Was? Ich werde mich nach einem Mann für dich umsehen. Wie schön. Ich dachte, der Rosenbrustkernbeißer vorhin wäre der Höhepunkt des Tages, aber ich lag falsch. Das ist eine Bricknell-Drossel. Eine seltene Gelegenheit, Zeuge ihres wunderschönen Morgengesangs zu werden. Hört gut hin. Er ist erfolgreicher Chirurg am Lennox Hill, war Jahrgangsbester an der Johns Hopkins und konnte sich aussuchen, an welchem Krankenhaus er anfängt. Er hat schon neue Operationsmethoden entwickelt, die zum Standard wurden. Für einen Mann seines Alters sehr beachtlich und er veröffentlicht oft in Fachzeitschriften. Ich weiß, das klingt erstmal etwas verrückt, aber er ist einfach ein bisschen exzentrisch. Das ist oft ein Zeichen für Erfolg. John Quincy Adams hatte einen Alligator als Haustier. Und Benjamin Franklin nahm nackt Luftbäder. Wusstest du das? Ob Idas Sohn wohl nach ihm benannt wurde? Denn so heißt er, Benjamin. Magst du diesen Namen? Er hat nie zur Miete gewohnt. Er hatte eine Wohnung in Sutton Place mit toller Aussicht auf die Brücke. Aber trotz der Nähe zu seiner Praxis war es ihm immer noch zu weit. Seine Patienten bedeuten ihm alles, also hat er mit Verlust verkauft. Ist das zu fassen? Jetzt hat er ein Doppelhaus gleich beim Krankenhaus. Schöne Aussicht, aber leider nicht auf die Brücke. Sie sind vor 2 Stunden los? Ja, sie machen das jeden Tag. Sie gehen schwimmen und lassen alles da. Das ist die Handtasche meiner Schwester. Die hat sie immer bei sich. Ohne die geht sie nirgendwo hin. Sie könnten irgendwo ans Ufer geschwommen sein und zurückspazieren. Nicht ohne mir Bescheid zu sagen. Oder? Kai, lauf zum Büro und such Polly. Wir brauchen Boote im Wasser. Los! Alarmiert alle Resorts am See im Umkreis von 5 Meilen. Alarmstufe rot. Er liebt die Oper. Ich weiß, du bist nicht der größte Opernfan, aber allein das Spektakel lohnt sich, also sag nicht gleich nein. Die Kulissen sind grandios und ja, Sopranistinnen können nerven, aber das Orchester ist toll und er liebt Puccini. Alarm, ich wiederhole, Alarm, Joe, du hast mich in meinem Strandler gesehen, oder? Ja. 15-2, 15-4, 15-6 und ein paar 8. Heute ist nicht Ihr Glückstag, Golda. Benjamin, stimmt's? Wie bitte? Idas Sohn. Gerüchte halber. Stehen Sie auf. Was? Wir unternehmen was zusammen. Je eher, desto besser. Los. Tut mir leid, ich kann nicht folgen. Ich bin Miriam Maisel. Das klingt, als sollte ich das wissen. Die meisten hier wissen das auch. Ach, Mrs. Steiner Titel. Bestplatzierte im Federball. 22 Jahre im Steiner Brandschutz Captain's Club klingelt's. Ich versuche nur nicht lachen zu müssen. Die Lage ist aber nicht zum Lachen. Sie müssen was mit mir unternehmen, um die Kuppelversuche meiner Mutter zu befriedigen, ehe ich sie an einem Betonklotz im See versenke. Ist sie tot, bevor Sie sie anbinden? Oder lebt sie noch und Sie werfen sie so rein? Oh ja, sie lebt. Sie würde schreien. Nicht mit Knebel im Mund. Oha, gut durchdacht. Aufstehen, mitkommen. Ich gebe zu, meine Mutter hat sie erwähnt. Unsere Mütter versuchen seit Tagen, das einzufädeln und sie werden keine Ruhe geben, bis sie uns zusammen sehen. Also machen wir was. Sagen, wir haben es versucht, hat nicht gepasst und ich habe mein Leben wieder. Und Sie wollen das jetzt tun? Genau. Sie verpassen kein Treffen des Steiner Brandschutz Corporate Club. Captains, Captains. Das Treffen ist Donnerstag. Es regnet. Das hört schon auf. Und wenn nicht? Sind wir aus Zucker? Okay, überredet. Und was machen wir? Boot fahren? Ja. Ernsthaft? Ja.
Ich vermute, Sie sind Gründungsmitglied der aquatisch-maritimen Backbord-Ankerschoner-Gesellschaft, richtig? Von eben jener. Ich mag Wasser nicht besonders. Ich mag die Art von Öffentlichkeit. Wir sind allein, aber für alle gut sichtbar. Schlagende Logik. Mein neuer Freund Benjamin und ich würden gern rudern. Sehr gern. Nicht aufstehen, nicht wackeln und nur bis zu den Bojen fahren. Danke, Josh. Ja, danke, Josh. Eins, zwei, drei. Mast und Schotbruch. Viel Spaß. Perfekt. Die Leute beobachten uns schon. Trotz der Pétanque-Meisterschaft sind wir ein Publikumsmagnet. Und? Was? Wollen Sie nicht rudern? Nein, wollen Sie? Nein, der Mann rudert. Ich nicht. Was meinen Sie? Jeder rudert ja wohl. Dann nur zu. Der Mann rudert. Dieser Mann nicht. Nehmen Sie die Ruder. Es war Ihre Idee, rudern zu gehen. Nehmen Sie die Ruder. Oh, der Ton, das ist ja wie Rudern mit meiner Mutter. Sie hätten einen anderen Vorschlag machen können. Ich wollte Ihnen nur einen Gefallen tun. Ich war sehr zufrieden beim Cribbage mit dem Bubis. Es wird lächerlich. Was ist das? Das ist deiner Tagesblatt. Aber es muss wenigstens so aussehen, als würden wir reden. Wir reden doch. Nein, Sie lesen. Ich versuche, informiert zu bleiben. Und ich liebe diese neue Schriftart. Gut, Sie lesen das vor und ich tue so, als wäre es witzig. Arthur Rossman bedankt sich bei allen Gästen für die Anteilnahme am Tod seines geliebten Hundes Mogul. Sie sind herzlos. Dann lesen Sie etwas Seichtes vor, etwas zum Lachen. Heute Abend findet ein Treffen von Holocaust-Überlebenden statt, halten zu dem... Sie die Klappe. Na, das läuft doch gut mit uns. Eigentlich rudert man. Ich weiß. Ich ruder nicht. Deshalb sind Sie nicht weit gekommen. Ich weiß. Sie hätten ihn gefragt, ob ich das kann. Tja, Benjamin, danke für Ihre sehr, sehr geringe Hilfe an der Kuppelmunterfront. Aber gern doch. Steigen Sie nicht aus? Ich finde es ziemlich gemütlich hier.